Der König aller Könige regiert sein Reich in Weisheit und Liebe, und seine Macht müssen alle Herrscher der Welt fürchten, so sie nicht seinen Willen respektieren, so sie nicht ihm untertan sind in Demut und ihn als ihren Herrn anerkennen. Denn seine Macht lenkt alle Geschicke nach seinen Ermessen, so auch die Geschicke eines jeden Volkes und seine Macht habe. Denn er regiert mit Weisheit und tiefster Liebe bestimmt sein Wirken. Und so er auch den Menschen freien Willen lässt und jene Macht habe, also handeln und bestimmen können nach ihren Willen, wird er doch als König aller Könige auftreten, so es an der Zeit ist, so die geistige und irdische Not auf Erden es gebietet, die er beheben will durch seine Macht. Weltlich erscheint die Zeit noch nicht gekommen, denn der Erdefürsten und Könige suchen eine friedliche Lösung, die ihnen jedoch nicht gelingen wird, weil sie am Widerstand dessen scheitert, der ein Knecht des Satans ist auf Erden. Geistig aber ist die Zeit herangekommen, die eine Umwälzung bedingt, denn die Menschen erkennen den größten Machthaber nicht mehr an, und so sollen sie ihn spüren. Und so der Satan also wirkt, dass er Unfrieden stiftet, anstatt den Frieden zu begünstigen, ist auch irdisch die Zeit gekommen, wo der König aller Könige auftritt und seinen Willen dem Willen der irdischen Machthaber entgegensetzt. Dann wird wohl ein Friede sein unter den Menschen, jedoch kein Glück und kein Wohlstand. Dann wird eine Not anheben in andere Form, und auch diese müssen die Menschen ertragen, um sich vorzubereiten auf das nahe Ende. Die irdische Macht ist gebrochen auf kurze Zeit, doch schlimmer denn je erhebt sie sich wieder und leitet nun das letzte Zerstörungswerk ein. Sie sagt allem den Kampf an, was sich für den König aller Könige entscheidet. Sie will diesen nicht gelten lassen, sie will ihm alle Menschen abwendig machen, die sich zu ihr bekennen sollen, zu der Macht, die von Satan regiert wird und also offen gegen Gott ankämpft. Und dann kommt das Ende. Kurze Zeit nur wird er herrschen, um dann seine Herrschaft abzutreten auf endlos lange Zeit, denn er wird gefangen genommen und jegliche Möglichkeit zu herrschen beraubt. Und nur einer wird regieren, und diese eine regiert in Liebe und Weisheit zum Segen aller, die auf Erden weilen. König aller Könige wird anerkannt von diesen, denn sie sind seine Untertanen geworden aus freiem Willen. Sie haben dies bewiesen, indem sie mutig ihn und seinen Namen bekannten vor der Welt, vor seinem Gegner, und darum gelohnt werden auf der neuen Erde mit einem seligen Leben im Paradies. Amen.